Und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Beat the Beach Rhythm Paradise. Habt ihr gemerkt, dass der Cursor jetzt auf einem anderen Minispiel ist als beim Ende des letzten Parts? Interessiert das überhaupt einen von euch? Wie hoch kann ich mit dieser Stimme noch gehen? Nicht mehr besonders hoch. Das war eigentlich schon fast das Maximum, was meine Stimme irgendwie noch gerade so aushalten kann. Zumindest eine etwas längere Zeit, ohne dass ich zum Arzt muss, um mir einen neuen Stimmapparat einpflanzen zu lassen. Das ist so ein kleiner Lautsprecher mit so einem Mikro. Da spricht so ein kleiner Mann rein und dann kommen da ganz große Schallwellen raus. So funktioniert eure Stimme im Übrigen. Ihr habt einen kleinen Mann in euch drin, beziehungsweise der lebt, glaube ich, in eurem Gehirn, hat das so ein bisschen ausgehöhlt. Und der spricht in einem Mikro und das wird dann schallverstärkt über eure Rachenräume quasi zu euren Mitmenschen gebracht. So funktioniert es. Glaubt mir, ich bin Arzt. Zumindest imaginärer Arzt der Imagination. So, weiter geht's mit Startrampe. Superb haben wir natürlich schon geschafft, ansonsten hätten wir den Perfektversuch nicht. Logik, die man kein zweites Mal findet. Aber schaffen wir auch den Perfektversuch? Bleibt dran, schaltet nicht ab. Wie auch, ist ja auch kein Fernsehen. Oh. Es sind meistens die Roten. Ja, ich weiß, ich sage in fast allen Beat the Beat-Folgen, was jetzt der Schuldige ist davon. Aber es sind tatsächlich meistens die Roten, weil sie eben tatsächlich ein anderes Timing haben als der Rest der Raketen, die alle, ja, ein Timing haben, logischerweise. Die Roten bilden aber eine ganz klare Ausnahme davon. Habe ich ja, glaube ich, auch schon beim ersten Durchspielen dieses Spiels angemerkt, dieses Minispiels. Denn das Spiel selbst habe ich ja noch nicht durchgespielt. Leider. Leider. Yes, sehr, sehr gut. Ich war gerade auch richtig schön wieder im Rhythmus drin, bin gerade so ein bisschen abgegroovt wieder. Hätte ich eine Webcam, könntet ihr es genießen. Ich habe aber keine, die aktiviert ist und mich captured im Augenblick. Warum ich singe? Haha, ich bin wieder gut drauf. Weil ich einen Perfektversuch geschafft habe. Glückwunsch, das war perfekt. Du kannst Befehl jetzt Miniaturraketen in der Entwicklung lesen. Es gibt aber noch mehr zu denken, kannst du alle Spiele perfekt beenden. Wie gesagt, die kleine Mini-Challenge mit mir selbst. Ich weiß aber nicht, ob ich es noch schneller schaffe, weil das war jetzt an sich schon das Maximum. Auf jeden Fall dieses mein Ziel. Ich werde es definitiv versuchen. Und ich werde es auch schaffen. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Ich werde es ich dachte schon. Wichtiger Hinweis, der Silber Fangirls 2 ist eine perfekte Last und unterhalte Fangirl Club Regel das Bonuspräsent. Hätte ich jetzt nach dieser Ansprache Rapper Level 2 machen müssen, hätte ich die Aufnahme sofort gestoppt. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte sie wahrscheinlich sofort gestoppt. Zum Glück ist dies nicht der Fall. Fangirls 2, ein Minispiel, das schwer ist. Mal wieder. Es gibt sehr viele schwere Minispiele in diesem Spiel. Und dies ist eins davon. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das laufen wird. Ihr werdet es ja sehen.
Wow. Wow. Finde ich das jetzt gut? Ratet mal. Ich habe vor dem Minispiel gesagt, es ist eines der schwierigeren, zumindest in meinen Augen, des Spiels und ich habe es jetzt im ersten Versuch geschafft. Obwohl, habe ich das nicht schon mal gespielt als Perfektversuch? Ich weiß es nicht. Vielleicht könnt ihr ja durch meine exzessiv große Videosammlung gucken, beziehungsweise durch die Plays dieses Projekts und ihr werdet es wissen. Teilt es mir bloß nicht mit, denn das kann man als Spam werten. Ich werde es nicht als Spam markieren, wenn ihr mir das sagt übrigens. So, Glückwunsch war perfekt. Du kannst im Café jetzt Ferngold-Club-Regeln lesen. Es gibt aber noch mehr zu denken. Kannst du alle Spiele perfekt beenden? Ich habe die kleine Mini-Challenge mit mir selbst aufgegeben. Noch schneller mache ich es nicht, als ich das beim letzten Mal geschafft habe. Wow, sehr schön. Wichtiger Hinweis: Es wird bei Baseball jetzt ein perfekter Lass und kassieren den Titel Baseball als Bonus präsent. Kreative Namen hier, mal wieder. Ich muss ja wirklich die Entwickler loben. So viel Risikobereitschaft hier bei der Namensgebung. Das ist toll. Da muss man doch mit dem Bundesverdienstkreuz ganz, ganz weit wegbleiben von. Vor allem, weil das überhaupt nichts mit den Interessen Deutschlands zu tun hat oder irgendwie sowas. Ist einfach nur ein Spiel, das in Japan entwickelt wurde und lokalisiert halt von Nintendo of Europe. Was soll's? es geht los mit Baseball. Zeig auf der großen Bühne dein Können, bla bla bla. Es gibt nur eine Sache, die wir immer wieder schaffen müssen. Ich bin gespannt. Mal sehen, ob es klappt. Es ist an sich echt nur eine einzige Sache. In drei Versuchen ist es vielleicht machbar. Wir werden sehen. Warum flüstere ich schon wieder? Sehr, sehr schön. Verwundert mich allerdings auch weniger, muss ich sagen, da ich dieses Spiel einmal mehr sehr, sehr häufig spiele, weil es mir einfach von der Musik her sehr, sehr gut gefällt. Warum auch immer, weil die Musik eigentlich so simpel ist eigentlich und immer das Gleiche, nur in anderen Variationen. Mir gefällt aber, dass die Entwickler versucht haben, mit der Musik quasi die Konzentration zu stören. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Trolling-Aktion von den Entwicklern. Das unterstütze ich, indem ich es sehr, sehr häufig spiele. Aber warum es mich auch nicht wundert, ist, ja, es gibt halt nur eine Sache, die man tun muss. Man muss immer bis 5 zählen und dann drücken. Also mein Bein war hier ständig so am Wippen zum Rhythmus und ich habe mich zum Glück nicht von der Hintergrundmusik ablenken lassen, sondern habe einfach nur das Wippen gezählt. Ja, ich habe das Wippen gezählt. Oh Mann. Perfekt. Glückwunsch, das war perfekt. Du kannst im Café jetzt Baseball anhören. Es gibt aber noch mehr zu entdecken. Kannst du alle Spiele perfekt beenden? Liebes Spiel, dies ist mein Ziel. Und ich mach's mit Priel. Schleichwerbung! Das sollte jetzt nicht falsch klingen. Also ich mach's sauber mit Priel. Schleichwerbung! Ne? Ihr wisst schon. Mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Wirklich nicht. Mir ist tatsächlich nichts Besseres eingefallen. Es tut mir leid. Wichtiger Hinweis: Es sieht bei Erbsenzähler jetzt eine perfekte Leistung und kassiere den Titel Erbsenzähler als Bonuspräsent. Wird es denn erwartet nach den ganzen Minispielen schon davor, dass wir dann ein Bonuspräsent bekommen? Das ist ja quasi großartig. Lass uns aber mal einen kleinen Zwischenstand machen. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, gut. Wir haben von den 50 Minispielen noch nicht Halbzeit erreicht und auch absolut nicht die Hälfte der schwierigen schon abgeschlossen. Also das wird nochmal sehr, sehr interessant. Aber ich finde, wir sind auf einem ganz guten Weg hin zur 50. Was für ein Geburtstagskind sehr, sehr seltsam klingen würde. Wir sind auf einem guten Weg hin zur 50. Klingt in diesem Projekt sehr, 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 sehr vielversprechend. Danach kommen, wie gesagt, noch Bonus-Parts, in denen ich euch die ganzen Klamauken hier zeigen werde, so gut ich halt kann und so weit ich nur kann. Das Café höchstwahrscheinlich nicht, obwohl ich da vielleicht ein paar Sachen zeigen könnte, die ich freigeschaltet habe. Warum ich das jetzt erwähne, keine Ahnung, wir spielen jetzt auf jeden Fall Erbsenzähler. Mir war gerade irgendwie danach. Ich musste es loswerden, mir von der Seele reden sozusagen. Aber jetzt talken wir mal wieder Business, ne? Erbsenzähler geht los. Ja, das beste Minispiel aller Zeiten, um ernsthaft zu reden. Fliegende Erbsen bzw. flitzende Erbsen, und das klingt jetzt schon wieder sehr, sehr falsch, flitzende Erbsen, die wir mit einer Gabel aufsammeln. Warum denn auch nicht? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Auch das Erbsenzähler-Minispiel hat jetzt keine Kontrolle mehr über mein Gehirn. Denn es war eigentlich zu einfach, um es nicht schaffen zu können, fand ich. Ich mag dieses Spiel sehr, sehr gern und ich fand eigentlich schon immer, dass es relativ simpel eigentlich ist. Deshalb habe ich mich auch gefragt, warum es beim letzten Perfektversuch nicht so recht Klick machen wollte, beziehungsweise schnipsen wollte, ne? Hört ihr das? Ja, das werdet ihr jetzt noch den Rest der Aufnahme lang hören. Glückwunsch, das war perfekt. Du kannst im Café jetzt Erbsenzähler anhören. Es gibt aber noch mehr zu denken. Kannst du alles Spiel perfekt beenden. Liebes Spiel, dies ist mein Ziel mit... Was reimt sich denn noch auf Ziel? Und ich wünsche dir Spaß und das viel. Ach, ich bin so gut. Wichtig an, was erzählt bei Batman jetzt eine perfekte Leistung und erhalte flotsam und langsames Fußpräsent. Das setze ich noch hinterher. Und wie gesagt, der Zufallsgenerator ist nicht gut in diesem Spiel. Überhaupt nicht. Ich meine, jetzt schon wieder Badminton, innerhalb einer Aufnahmesession, zwar nicht im gleichen Part, aber innerhalb einer Aufnahmesession, ganz ehrlich, ich weiß nicht, das hätten sie noch ein bisschen besser machen können. Vielleicht der Reihe nach hätten sie viel besser machen können. Bye.
Das gleiche wie bei Klopsarbeiter 1. Das gleiche wie bei Klopsarbeiter 1. Das gleiche wie bei Klopsarbeiter 1. Ich war schon wieder so kurz vor dem Ende eigentlich. Und ich hatte die fiesen Stellen, wie ich fand, eigentlich schon wieder hinter mir gelassen. Habe ich falsch gedacht. Einmal mehr. Ich sollte nicht so selbstsicher sein vielleicht, aber ich liebe mich einfach selbst. Ich umarme mich auch manchmal, nachts, in diesen kalten, dunklen Nächten. Und mache nichts anderes. Okay, nehme ich so hin. Ist mir ganz egal, direkt der nächste Versuch. Ich spare mir hier Kommentare und versuche das noch in einen Part hier reinzuquetschen. Ist mir doch scheißegal. Das hier ist das Ende vom Part. Das hier ist der letzte Perfektversuch dieses Parts. Nicht der Aufnahmesession, des Parts. Part ist ein schönes Wort. Okay. Das ist nicht so gut gelaufen. Das hätte sehr viel besser laufen können. Sehr gut. Erzählt bei Konferenzraum jetzt eine perfekte Leistung und erhalte die Rede des Direktors als Bundespräsident. Das ist schön. Hätte besser laufen können, hätte besser laufen müssen eigentlich. Ich hätte es schaffen müssen. Eigentlich exakt so, wie gesagt, wie bei Klopsarbeiter 1 vorhin. Ist ja auch die gleiche Spalte. Die wollen mich alle austricksen. Bis auf Muskelmann. Das lief gut. Aber ansonsten wollen mich hier alle austricksen. Alle. Alle wollen mich hier austricksen. Der Remix, der ist besonders toll. Ja. Na gut, ich würde dann mal sagen, das war's für diesen Part. Nicht für diese Aufnahmesession, für diesen Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu Beat the Beat. Auf Wiedersehen.